Hey Leute, der Sturm geht weiter. Gary kündigt Alfons an, die Hochzeit von Maya und Florian zu retten. Mayas und Florians großer Tag ist gekommen. Die Brautkutsche mit Maya und Cornelius fährt vor. Cornelius führt seine Tochter Maya zum Altar, während Erik sich Vorwürfe macht, die Ringe vergessen zu haben. Pfarrer Schwabeneder vermählt Maya und Florian. Die Hochzeitsgesellschaft um Erik jubelt, als sich Maya und Florian nach dem Ja-Wort küssen. Nach einer romantischen Trauung machen sich die beiden mit dem Boot unterwegs zum Fest, doch dann stellt sich ihnen jemand in den Weg. Später feiern die beiden frisch Vermählten gemeinsam mit ihren Gästen ein rauschendes Fest am See. Kurz darauf werden die Ringe von Gary geliefert. Florian steckt Maya ihren Ehering an und sie steckt ihm seinen an. Die beiden empfangen gerührt Glückwünsche von Erik und Shirin. Diese, Gary, Pfarrer Schwabeneder, Lia und Robert sehen Maya und Florian gerührt bei ihrem Hochzeitstanz zu. Selina und Cornelius genießen den Hochzeitstanz, während Robert und Lia ihre zunehmende Nähe überfordert. Später reisen Maya und Florian los, um ihre Zweisamkeit bei einer Bootsfahrt zu genießen. Vanessa ist schockiert von Max' Offenbarung. Als dieser ihr noch nicht einmal in Aussicht stellen kann, dass er jemals anders über die Familienplanung denken wird, reist Vanessa vorzeitig in ihr Trainingslager ab. Daraufhin geht Max missgelaunt allein zu Mayas und Florians Hochzeit. Als er am Abend einsam an der Bar sitzt, wird er von Elsa, einem neuen Hotelgast, angeflirtet. Bei einem Spaziergang zu ihrem Baum macht Florian Maya daraufhin noch ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk. Eine Eichel, für was könnte die wohl sein? Lia und Robert versuchen, auf dem Hochzeitsfest so normal wie möglich miteinander umzugehen. Sie steigen sogar gemeinsam in den Hochzeitstanz ein, doch bereits nach wenigen Takten wird die Nähe für beide zur Qual. Nur mit Mühe kann Robert sich von Lia losreißen und flüchtet in die Arme von Ariane. Kurz darauf gesteht Robert Ariane, dass die Nacht mit ihr ihm etwas bedeutet hat. In Folge 3722 kommt Elsa Reinhardt, gespielt von Anna Evelina, an den Fürstenhof. Als sie zufällig an der Bar auf Max trifft, ist sie sofort fasziniert von ihm. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns bitte eine positive Bewertung da und falls du es nicht schon getan hast, abonniere diesen Kanal, um keine Vorschauvideos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.